die Ferne gegeben haben. Das war lange Hintergrundbilder, bevor... okay. Heute kommt man von... Mein Hintergrundbild. Falls man es erkennen kann, ja. Sans. Sans. Zarov ist der Schüler, der ausgestohlen wurde. Der große Zarov. Erleben Sie den größten Illusionisten unserer Zeit. Das ist doch das gleiche Poster, das ich aus dem Reisekoffer mitgenommen habe. Wer das wohl hier aufgehängt hat? Äußerst seltsam. Früher so... Heute kommt... Grillen in der Ferne. Ja, wo sind denn die Grillen denn? Das Außen so anderen. Sans ist halt cooler sonst. Der Grob, das wer euch. Bla bla. Grille in der Ferne. Nur ein Grille in der. Wo ist denn die Grille? Ach, Knackfrosch. Damit kann ich Plato dann nehmen. Ich hatte irgendwie vorhin Knallfrosch im. Im Kopf und nicht Knackfrosch. Also macht ja auch keinen Unterschied. Wo ist denn die Grille? Grille in der Ferne. Nee, nochmal mache ich das nicht. Nachher werde ich noch zum Muskelprotz. Grille. Ja. In der Ferne. Alter. Suche die uralte Kröte auf, die wir am Fuße des Portalbaumes gesehen haben. Ja, ich habe in deinen Karten gesehen, dass sie einen Zauber für dich bereithalten wird. Viel Glück, junger Schüler. Das hilft mir auch nicht sehr viel weiter, Alter. Ah, der Husten, der geht mir so auf den Sack. Jetzt nicht? Ich habe keine... Ich wüsste nicht mal, wo die komische Grille ist. Schauen wir halt mal schnell nach. In einem Fass. Es klingt, als ob das Grillenzirpen aus der Tanne kommt. Mm. So ein Krach zur Mittagsstunde. Ha, unglaublich. Das haben wir gleich. Ja. So, okay. Jetzt ist Ruhe. Jetzt ist es schon fast wieder zu leise.
Es ist so... Hallo? Still. Die Kröte scheint nur noch zu dösen. Bäm! Quack. Wer? Ich. Wer? Wer stört die Waldesruhe? Ich. Ein Menschenkind. Lass mich einen Augenblick länger der Welt lauschen. Nur ein paar Monate. Nee. Nur ein paar Jahre lauschen. Ist ein bisschen langweilig. Lauschen. Ayen. Dem Strom. Mein Gott. Zeit. Mein Name ist Jeremy, ich bin ein mächtiger Zauberer. Soll das eine Anspielung auf Monkey Island sein? Mein Name ist Jerry und ich bin ein mächtiger Zauberer. Soll das eine Anspielung auf Monkey Island sein? Wisse, dies alles gilt wenig im... Wer das nicht versteht, das suche ich mal schnell, ob auf YouTube eventuell was ist. Weil das ist so ein Running Gag eigentlich in Monkey Island. Ist denn das jetzt? Gibt's das irgendwo? Ich find nix. Ich weiß nicht. Ja, jedenfalls ist halt so ein Running Gag bei Monkey Island, wenn Guybrush Threepwood, also der Protagonist, manchmal auf fremde Leute stößt, stellt er sich als Guybrush Threepwood, mächtiger Pirat oder sonst irgendwie sowas in der Art auf jeden Fall vor. Das hat mich jetzt sehr, sehr stark dran erinnert. Der Strom der Zeit? Der Strom der Zeit. Wenn du lernst zu verharren, zu warten und zu lauschen, dann spürst du, wie er dich umfließt. Der Fels. Ich kann ihn flüstern hören. Wie heißen Sie eigentlich? Mein Name? Mein Name. Er hat ihn davongetragen. Und auch du wirst davongetragen. Geh, Mensch. Der ist ja nicht besonders gesprächig. Frosch. Hallo. Ich will kein Störenfried sein, aber... Wisse,
Dies alles gilt wenig im Strom der Zeit. Ja, ich weiß. Tja, da waren wir all die Jahre quasi Nachbarn und kennen uns gar nicht. Und in all diesen Jahren hast du nicht zugehört. Geh, Mensch. Lass mich verwirrt herunter. Der ist ja nicht... Mann. Will dies alles... Sie haben da etwas Kreide da am Auge. Der Strom der Zeit hat es herangetragen. Ja. Und wird es fortspülen. Auch gut. So wie DG. Ich. Jetzt nicht? Ich habe keine Zeit zu verlieren. Gut, dann machen wir da beim nächsten Mal weiter. Kröte geht mir ein bisschen auf den Sack. Machen wir da beim nächsten Mal weiter. Es kann gut sein, weiß ich nicht. Cool. Nein, mit dem werde ich definitiv keinen Spaß haben. Definitiv, das kann ich jetzt schon sagen. Außer ich darf den irgendwie wehtun. Dann gerne. Dann werde ich Spaß haben. So, jetzt haben wir eigentlich die ganzen geplanten Spiele für heute durch. Ich würde sagen, mach mal eine Abstimmung, was ihr denn sonst so sehen möchtet. Fallout 4, Crypt of the... Das ist erst 11, das ist richtig. Beziehungsweise wir spielen nach, wir machen kurz Pause, dann spielen wir Crypt of the Necrodancer. So ein kleines bisschen, ich zeig's halt einfach mal, wie das so funktioniert. Ich muss auch sagen, das Spiel ist teilweise ein bisschen sehr schwer. Aber ja, das zeige ich dann, Crypt of the Necrodancer, und ihr stimmt halt währenddessen. Ihr stimmt halt währenddessen ab, was ihr so sehen möchtet. So Guacamelee hatten wir noch. Devil May Cry haben wir heute schon gespielt. Haben wir gestern noch was? Achso, ja, Valiant Hearts, aber das haben wir ja durchgespielt. Na. Bleiben uns eigentlich erstmal nur Fallout 4 und Guacamelee. Oder fangen wir ein neues Spiel an? Bin gerade am gucken. Auf dem Desktop irgendwas. Desktop irgendwas. Ja, eventuell. Aber das muss ich mir erst nochmal angucken. Lass mal also einfach mal erstmal Fallout 4 und Guacamelee. Gut. Also wie gesagt, nach der Pause geht's mit Crypt of the Necrodancer weiter.